Hi, ich bin Yoshi vom Team Sport Noch ein Engel. Willkommen zum zweiten Q&A. Ihr konntet mir auf Instagram einige Fragen stellen, die ich jetzt beantworten werde. Diesmal lese ich meine Fragen auch selber vor, weil der Fabrice leider eine Erkältung hat und deswegen verhindert ist. Ich bin schon da, aber ich höre mich halt nicht so gut an. Die erste Frage, wie viele Jahre hast du vor dem ersten Wettkampf trainiert? Mein erster Wettkampf war ja letztes Jahr im Herbst, da war ich noch 17, also habe ich da zu dem Zeitpunkt ungefähr 2,5 Jahre trainiert. Zweite Frage, wie sieht dein aktueller Trainingsplan aus? Mein aktueller Trainingsplan sieht so aus, aktuell trainiere ich jeden Muskel zweimal die Woche, außer Rücken, den trainiere ich einmal die Woche und die Beine habe ich aufgeteilt auf Beinvorder- und Beinrückseite. Die dritte Frage, wie groß und wie schwer bist du? Ich bin 1,88 Meter groß und mein Wettkampfgewicht waren 91 Kilo. Wie hat sich der erste Wettkampf zum zweiten unterschieden? Eigentlich, ich wusste halt schon, was auf mich zukommt nach meinen ersten Wettkämpfen. Das hat das Ganze ein bisschen einfacher gemacht, das hat die Aufregung ein bisschen rausgenommen. Wir wussten schon eher, wie wir halt mit meinem Körper zu arbeiten haben, weil ich ja schon etwas wusste, was funktionieren kann und was halt eher weniger funktioniert. Und dass halt eben, ja wie gesagt, die ganze Anspannung ein bisschen geringer war, weil ich genau wusste, wie der Ablauf ist. Und das hat das Ganze schon erleichtert. Was sind deine nächsten Ziele? Ja, meine nächsten Ziele sind, meine Form vom letzten Wettkampf nochmal zu toppen und halt eben die bestmöglichsten Platzierungen zu erreichen auf den nächsten Wettkämpfen. Was hast du gewonnen? Ich habe die Deutsche Jugendmeisterschaft gewonnen, bin damit internationaler deutscher Jugendmeister. Und was habe ich gewonnen? Ja, den Titel und einen Pokal. Wie hat deine Peak Week ausgesehen? Also erstmal für die, die vielleicht nicht wissen, was eine Peak Week ist. Die Peak Week ist die letzte Woche vor dem Wettkampf, bei der nochmal drastisch an der Form was verändert werden kann, indem man zum Beispiel entlädt, also weniger Kohlenhydrate bis zu gar keine Kohlenhydrate isst, Entladetrainings macht, sehr viel trinkt und halt eben sehr viel Salz die ersten Tage. Später dann das Trinken reduziert, das Salz reduziert, eventuell wieder auflädt mit Kohlenhydraten. Das ist aber die Sache, das ist sehr, sehr individuell. Bei mir hat es so ausgesehen, dass ich von Sonntag bis Mittwoch entladen habe und aufgewässert habe und aufgesalzen habe. Und Donnerstag, Freitag habe ich dann aufgeladen. Dann haben wir auch das Salz reduziert und das Wasser langsam reduziert. Und samstags war dann der Wettkampf, wo ich morgens nochmal beim Frühstück ein paar Kohlenhydrate zu mir genommen habe. Wie viel Cardio hast du gemacht, um so trocken zu werden? Also ich persönlich habe angefangen mit 30 Minuten Cardio nüchtern morgens und nach dem Training nochmal 30 Minuten und mit sinkenden Kalorien ist halt dann eben auch das Cardio gestiegen. Also immer näher zum Wettkampf hin habe ich einfach mehr Cardio gemacht. Hast du deine Diät eher High Carb oder High Fat gestaltet? Weder noch. Das kann man gar nicht so genau bei mir festlegen. Ich habe immer so einen moderaten Fettanteil in der Diät und das Einzige, was wir halt verändert haben, waren halt eben die Carbs. Die haben wir halt dann formabhängig und tagesabhängig entweder ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger gehalten. Wer unterstützt dich? Also eine große Unterstützung bekomme ich von meinem Sponsor Sportnahrung Engel in Sachen Supplements zum Beispiel. Das nehmen die mir da ab. Dann unterstützen mich von Haus aus, meine Familie ist eine große Unterstützung für mich. Da wird dann mal, wenn ich keine Zeit habe, wird dann mal was vorgekocht oder eben eingekauft. Und mein Trainingspartner unterstützt mich sehr, der motiviert mich immer, wenn ich keine Lust aufs Training habe oder halt einfach ziemlich fertig bin, trotzdem Vollgas zu geben. Ist eine Vorbereitung teuer? Das ist eine sehr individuelle Frage, das ist natürlich immer Auslegungssache, was für einen teuer ist. Da kommt es immer darauf an, ob du jetzt zum Beispiel die Vorbereitung alleine machst oder ob du jemanden hast, der dich betreut, den du dann eben bezahlen musst, wie viele Supplements du zu dir nimmst, ob du einen Sponsor hast, der vielleicht die Kosten für die Supplements übernimmt und halt eben wie viel du isst und auf was für Lebensmittel du zurückgreifst. Dementsprechend variiert das halt und ist halt eben ziemlich individuell. Welche Supplements hast du verwendet? Ja, diese und einige andere Fragen habe ich schon in meinem letzten Q&A beantwortet. Das blenden wir euch hier oben ein, für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Ihr könnt euch das dann gerne anschauen. Milchprodukte in der Diät. Das ist sehr individuell, da müsst ihr einfach für euch schauen, wie ihr die vertragt, ob ihr da zum Beispiel von Wasser einlagert oder nicht, oder wie ihr die einfach
verdaut, wenn das für euch sehr gut funktioniert, wenn ihr die gut vertragen könnt, dann spricht nichts dagegen, solange ihr euch weiter im Kaloriendefizit befindet. Welchen Booster empfiehlst du? Also mein Booster, den ich empfehle, ist der Kickdown von Z+. Den finde ich ziemlich gut. Den bekommt ihr bei Sport noch Engel im Shop. Woher bekommt man die Posinghosen? Die Posinghosen bekommt ihr bei Sport noch Engel. Da habe ich auch meine herbekommen. Und zu allen Produkten, die ihr für die Wettkampfvorbereitung so braucht, Supplements, Farbe oder eben diese Hosen, da blenden wir euch den Link unten in die Videobeschreibung ein. Die nächste Frage lautet, was ich im Gegensatz zum letzten Wettkampf beim Training geändert habe. Im Grunde habe ich alles gleich gelassen, außer dass ich die Beine auf 2 Tage aufgeteilt habe, eben halt einen Beugertag und einen Quadrizepstag. Sonst ist alles gleich geblieben. Die nächste Frage lautet, EAAs im Training oder davor? Ich empfehle EAAs während dem Training zu trinken. Eine Stunde vorm Training würde ich einfach eine solide Mahlzeit essen, dann während dem Training die EAAs trinken und nach dem Training einen Whey Shake. So wird es bei mir aussehen. Die nächste Frage, willst du Profi werden? Auch wenn ich noch ein gutes Stück davon entfernt bin, Profi zu werden, ist es dennoch eins meiner Ziele, was ich mir gesetzt habe und auch erreichen möchte. Also ja, ich möchte Profi werden. Weiter geht's mit der Frage, mein Gewicht geht trotz Kaloriendefizit nicht runter. Was soll ich machen? Ja, also das kann an verschiedenen Faktoren liegen. Ich würde erstmal schauen, ob du deinen Kalorienbedarf auch wirklich genau errechnet hast oder ob du da schon einen Fehler gemacht hast. Dann würde ich halt eben schauen, ob du wirklich im Kaloriendefizit bist. Wenn das alles der Fall ist, dann einfach das Kaloriendefizit weiter erhöhen oder den Kalorienverbrauch weiter erhöhen, durch Cardio zum Beispiel. Und wenn das alles nicht funktioniert und du wirklich ehrlich mit dir selber bist, dann würde ich eventuell mal zum Arzt gehen und das hormonell abklären lassen, ob was an der Schilddrüse sein könnte oder sonstiges. Die nächste Frage. Warum ist das Sportnahrung-Engel-Coaching so erfolgreich? Ja, also das liegt einfach daran, dass Sportnahrung-Engel eben schon seit Jahren sehr, sehr viele Athleten betreut und somit halt eben sehr viel an Erfahrung gesammelt hat. Warst du früher eher dick oder dünn? Ich war früher eher dünn, dieser skinny Hardgainer-Typ eher. Eventuell habe ich davon sogar noch ein Bild. Wenn ich das finde, dann wird euch der Fabrice das ins Video einblenden. Ist Kreatin sinnvoll? Meiner Meinung nach ist Kreatin ein sehr sinnvolles Supplement. Davon würde ich euch einfach 5 Gramm jeden Tag empfehlen. Einfaches Monohydrat und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gehst du noch zur Schule oder machst du eine Ausbildung? Aktuell gehe ich noch zur Schule. Ich bin jetzt in der 13. Klasse und mache im Frühjahr 2020 voraussichtlich mein Abitur. Trainierst du alleine oder mit Trainingspartner? Die Frage habe ich auch schon beantwortet. Ich trainiere mit Trainingspartner. Grüße gehen raus an der Stelle an Jessin. Nächste Frage. Kann ich mal mit dir trainieren? Ja, prinzipiell bin ich dafür eigentlich immer sehr offen. Trainiere gerne auch mit anderen. Dafür könnt ihr mir einfach auf Instagram schreiben und dann können wir bestimmt mal zusammen trainieren. Wer ist dein Vorbild im Bodybuilding? Mein Vorbild im Bodybuilding ist Emir Omeragic aufgrund seines jungen Alters und aufgrund seiner krassen Transformation, die er so gemacht hat. Und Roman Fritz auch einfach aufgrund des jahrelangen Trainings und der jahrelangen Disziplin. Nächster Wettkampf oder machst du Pause? In 4 Wochen ist mein nächster Wettkampf, das ist in Wöllstein die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. So, das waren alle Fragen. Ich hoffe, ich konnte die zufriedenstellend beantworten. Wenn noch irgendwas offen geblieben ist, schreibt entweder eine Nachricht an Sportnahrung Engel, eine Nachricht an mich auf Instagram oder kommentiert einfach und dann werden wir euch das auch noch beantworten. In diesem Sinne, ciao. Oder tschüss, oder? Bis auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Du machst das extra, man lässt immer extra weiterlaufen. Ne? Damit man nicht weiß, was man sagen will. Vielleicht, ja.